So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit der Modern Warfare Beta. Und ja, wir sind wieder auf der Map Krasnaya Raid und die finde ich mittlerweile ziemlich cool. So nach und nach gewöhnt man sich ja an die Maps und an so, ja, ans Gameplay und an den Sachen, wie alles funktioniert. Und ja, was ich richtig cool finde an Modern Warfare ist jetzt, dass man im Spiel einfach seine Waffen, ja, auswählen kann und bearbeiten kann und ja, die neuen Aufsätze drauf machen kann, während man in der Lobby ist. Oder besser gesagt im Spiel. Das finde ich richtig gut, weil ja, das gab es vorher nicht und jetzt ist es drin. Finde ich ganz toll. Und es macht mittlerweile richtig großen Spaß. Also es spielt sich richtig gut, es hört sich verdammt gut an und es ist einfach mittlerweile echt richtig nice. Und ja, auch wenn es hier und da immer noch Leute gibt, die halt irgendwo in Ecken rumhängen und campen, das gibt es ja in jedem Shooter, ist es trotzdem ein ja, coole Erfahrung und spielt sich richtig schön. Vor allem die Maps gefallen mir immer besser, je mehr ich sie kennenlerne. Hier sind schon wieder Leute am Rumstehen. Jetzt haben wir schon die Drohne. Ja, und ich will auf jeden Fall dann noch mit einem anderen Visier spielen, denn ich mag eigentlich das Rotpunkt ein bisschen mehr. Weil da kann man die Gegner noch ein bisschen besser anvisieren. Zumindest ist. Oh, das war ein Sniper, glaube ich. Ja. Zumindest kann man da ein bisschen besser, ja, auf die Gegner visieren. Keine Ahnung. Ich persönlich kann das mit Rotpunkt besser. Und ja, manchmal gibt es noch so Orte wie gerade, da verläuft man sich dann. Aber so ist die Map schon ziemlich groß. Also zumindest, wenn man 10 versus 10 hat. Ich glaube, da gibt es ja 10 versus 10 und dann ist sie schon sehr groß, die Map. Vor allem hier rechts in dem weitläufigen Areal, da ist es schon gefährlich, wenn man da rumläuft. Da kann man schnell erwischt werden, weil man halt auch in einem riesen Areal ist, wo man kaum Deckung hat. Aber dort sind auch immer wieder Gegner. Jetzt mittlerweile zum Zeitpunkt, wenn ihr das Video dann sehen werdet, ist auch die Minimap aktiviert worden. Es werden aber keine schießenden Feinde dort markiert. Aber sie haben schon gesagt, sie werden im Laufe der Zeit, wenn die Beta läuft, die Minimap weiter anpassen und verändern, wenn die Leute es eben wollen. Und ja, der Schrei war natürlich groß nach der Minimap. Das ist, wie gesagt, das Einzige, was ich mir auch wünsche, dass die dauerhaft drin bleibt und ja, dass die halt aktiviert wird, denn ohne Minimap ist es einfach ungewohnt. Und deswegen hoffe ich, dass die reinkommt, auch wenn jetzt die Gegner nicht markiert werden auf der Minimap. Wenn sie schießen, da gibt es ja jetzt dieses Radar oben, oder besser gesagt dieses, ja, Norden, Süden, Westen, diesen Kompass, und dort werden sie markiert, wenn sie schießen. Und ich denke mal, deswegen werden sie die Minimap zwar anlassen, aber dass die Gegner markiert werden, wenn sie schießen auf der Minimap, das werden sie, glaube ich, nicht reinmachen, eben weil es diesen Kompass gibt, wo sie dann markiert werden. Mich wundert es gerade, dass ich hier durchgekommen bin, ohne dass mich hier jemand erwischt hat. Aber ich habe hier zwei Leute erwischt auf Distanz. Also wenn man ein bisschen Feuerstöße macht, dann geht auch mit der Waffe auf Distanz was. Und M4A1 ist halt eine richtig coole Waffe, ne? Und mittlerweile wurde auch das Level Cap bei der Beta auf Level 20 erhöht. Also man kann jetzt auch viel höher aufsteigen. Und denke ich mal, einiges mehr freischalten. Ich finde es generell cool, dass die Beta so lange geht. Also da kann man das Spiel ausführlich testen. Und ja, die Entwickler können viel Feedback sammeln. Das ist halt eigentlich das Wichtigste, dass sie durch diese lange Laufzeit viel an Feedback sammeln können und ja, dadurch auch das Spiel richtig, richtig gut zum Release dann verbessern können. Und es wurden auch eine neue Karte wurde freigemacht, nämlich Gunrunner. Und finde ich richtig cool, dass sie so nach und nach auch mehrere Karten ins Spiel bringen. Ich bin halt noch gespannt, ob sie diesen 100-Spieler-Modus testen werden in der Beta. Und da bin ich mal wirklich interessiert daran, wie das sich dann spielen wird. Ob das überhaupt bei COD funktioniert mit 100 Spielern oder 60 oder was sie da gemeint haben. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Aber ansonsten spielt es sich schon echt verdammt gut. Also das Gameplay und die Art, wie sich spielt, ist schon wirklich richtig, richtig toll. Und das Feedback von den Waffen und das ganze Waffenhandling und das Movement, also das fühlt sich alles richtig gut an, dass man jetzt auch Türen
auf und zu machen kann. Ist mittlerweile, finde ich, sogar nicht schlecht, weil man ja auch die Tür dann, wenn man auf die Tür zielt, ganz langsam öffnen kann und dadurch durch die Tür so durchgucken kann, so ganz langsam. Und das macht natürlich vieles noch ein bisschen taktischer. Und bin mal gespannt, wie sich das dann noch weiter aufs Gameplay auswirkt im Laufe der Zeit oder ob das noch geändert wird. Aber es sieht auf jeden Fall cool aus, wenn man das macht. Und ansonsten sind die Maps schon ziemlich cool designt. Klar, manche Maps sind ein bisschen zu groß für die Spieleranzahl dann. Das habe ich ja schon in meinem letzten Video gesagt, aber so langsam gewöhnt man sich dran. Man weiß mittlerweile so ein bisschen, wo die Leute spawnen und so, und dann kann man sich drauf einstellen. Und wenn man mit Headset spielt, kann man die gegnerischen Schritte halt verdammt gut hören. Und dann ist es wirklich kein Problem, dann die Leute auch zu orten oder so. Also, was die Schritte hören angeht, ist das wirklich richtig, richtig gut gemacht in Modern Warfare. Und ja, wenn man mit Headset spielt, kann man die einfach sehr gut orten. Der hat mich jetzt schon wieder erwischt. Wo kam der her? Ach, der kam da auch rauf. Ich dachte schon, dass er irgendwie durchs Fenster kam oder so. Ja, und es gibt halt auch sehr viele Spawn-Orte, habe ich jetzt schon bemerkt. Also hier zum Beispiel bin ich auch noch nicht oft gespawnt. Deswegen habe ich mich gerade ein bisschen so versucht zu orientieren. Aber das muss man alles nach und nach jetzt rausfinden. Die haben ja auch gesagt, die Entwickler, dass sie die Spawn-Punkte noch verändern werden oder anpassen werden. Weil ich hatte schon ein paar Mal das, ja, die Situation, dass wenn ich gespawnt bin, dass ich dann kurz vorm Gegner gespawnt bin. Und das ist natürlich nicht gut, denn man möchte ja nicht spawnen und gleich einen Gegner vor einem haben. Deswegen werden sie das noch anpassen und verbessern. Dafür ist die Beta ja da. Da oben sitzen auch immer wieder Leute drin, in dem Fenster des kaputt ist. Oder in dem Bereich oben, wo es kaputt ist. Ja, und ich spiele sehr gerne die Munitionskiste, einfach um die dann zu werfen und damit Leute Munition sich holen können. Es ist auch ziemlich gut, wenn man die an dem Punkt wirft, wo man spawnt manchmal, oder eben in der Nähe von Flaggen, dass die Leute mal hier ihre Munition auf, ja, füllen können. Und jetzt ist gerade ein Heli, glaube ich, in der Luft von den Gegnern. Aber so finde ich es wirklich richtig cool, macht Spaß. Das sind zwei Leute. Die haben mich richtig erwischt. Das waren zwei auf einmal. Wenn sie mich nicht gesehen hätten, hätte ich es vielleicht noch schaffen können. Ja, und so gibt es natürlich viele Ecken, verwinkelte Ecken und so an manchen Maps. Die muss man alle erstmal, ja, kennenlernen und dann wissen, wo geht's rein, wo gibt's eine Tür, wo gibt's keine. Der sitzt wieder in der Ecke. Das war wieder jemand, der in der Ecke war und gecampt hat. Ist natürlich öfter so, dass das vorkommt. Was ich halt nicht verstehe, dass es wirklich einige gibt, die in der Beta halt campen, weil ich finde, man sollte die Beta ja nutzen, damit man die Maps kennenlernt, damit man die Laufwege checkt. Aber wenn man immer nur in Ecken campt, dann checkt man die Map nicht wirklich. Und dann hat man nichts davon, dass man die Karten spielt, finde ich zumindest. Also man sollte schon versuchen, die Maps dann kennenzulernen und so. Da war jetzt wieder einer. Komm schon, ja, den Hammer. Ja, ich finde einfach, das Trefferfeedback ist richtig gut und generell so die Waffenanimation, die Nachladeanimation, das ist wirklich, das ist unfassbar geil gemacht. Also da habe ich schon vor, wenn das Spiel dann draußen ist, einfach privates Spiel zu machen, mir einfach jede Waffennachladeanimation anzuschauen, weil es einfach so gut aussieht, wie die Waffen nachladen, und das hört sich einfach richtig gut an. Oh, jetzt haben wir hier wieder zwei erwischt und da hat mich irgendwas, ja okay, das Ding hier erwischt. Es war natürlich wieder klar, dass das nur auf mich geht, aber keine Ahnung, manchmal fühlt man sich so, dass das nur auf einen selber geht. Ihr kennt es ja sicher. Aber ja. Oh, da kam einer um die Ecke. Den habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Was ich auch gemacht habe, ist, dass ich die Musik im Multiplayer ausgeschalten habe, weil, ja, oft ist es so, dass wenn die Runde langsam dem Ende sich zuneigt oder am Anfang der Runde, spielt noch ein bisschen Musik und das hindert einen dann dran, die Leute besser zu hören. Deswegen habe ich die Musik komplett ausgeschalten, weil im Einzelspieler werde ich die Musik auf jeden Fall anlassen, aber im Multiplayer brauche ich keine Musik, weil da will ich ja hören, wo die Leute laufen, wo die Leute sich verstecken oder. Und das ist durch die Musik manchmal ein bisschen, ja, wird ein bisschen verhindert, wenn die Musik an ist.
Aber ansonsten ist die Musik schon sehr geil. Also die habe ich schon ein paar Mal gehört auf den Maps jetzt und die ist wirklich sehr gut. Aber ja, die Runde ist zu Ende. War eine ganz gute Runde und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal, ob ihr die Beta zockt, ob ihr Spaß dran habt, wie es euch gefällt, was euch nicht gefällt. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.